Ja, guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zur Transform 2024. Es freut mich sehr und ehrt mich, Sie hier heute Morgen in diesem schönen Rathaus des Kantons Bern begrüßen zu dürfen. Wir sind über 170 Teilnehmende heute Morgen, also von dem her sehr gut gebuchte Konferenz. Wir haben sehr spannende Speakers im Programm. Und wir haben aber auch sehr spannende Zuhörende. Wenn ich die Teilnehmerliste so angeschaut habe, ist es wirklich genial, was für auch ein spannendes Publikum heute uns am Tag da ist. Und von dem her ist es ein sehr spannendes Thema, dass wir uns auch heute damit befassen werden. Rund etwa 2/3 der Teilnehmenden sind aus dem öffentlichen Sektor, etwa 1/3 aus der Privatwirtschaft. Also diese Brücke, die wir auch als Institut immer wieder schlagen wollen, das, denke ich, könnte heute erneut gelingen. Ja, wir hatten ja letztes Jahr das Thema KI im öffentlichen Sektor im Fokus. Das war gerade so am Hypen mit ChatGPT und Co. Und von dem her ist es auch weiterhin aktuell und es wird auch heute gelegentlich angesprochen werden. Wir wollen uns aber heute einem weiteren sehr wichtigen Thema widmen, und zwar dem digitalen Service Public. Der digitale Service Public bedeutet, was macht der Staat, was macht die Privatwirtschaft, was sind die Erwartungen, und was wollen wir auch nicht, dass der Staat tut? Also diese wichtigen Fragen werden wir uns heute damit widmen. Wir haben verschiedene spannende Diskussionen, die wir da führen werden. Vor allem spannend auch Beiträge hören. Und da freue ich mich selber sehr, wenn ich die ganzen Folien, die wir schon gesehen haben, mal durchgezappt habe. Ja, Frage noch ganz kurz, wer sind wir? Das ist ein Institut an der Berner Fachhochschule, am Departement Wirtschaft, das Institut Public Sector Transformation. Wir sind über 60 Leute, von jung bis älter und von sehr technisch bis wenig technisch, Juristinnen, Juristen haben wir auch dabei und so weiter. Haben wir ein sehr spannendes Spektrum von sehr interdisziplinär zusammenarbeitenden Menschen. Und von dem her ist es auch super, dass wir hier viele Event-Leute haben, die sich mit dem Thema auskennen. Hier sehen Sie die zahlreichen Partner, Behörden, Firmen aus dem öffentlichen Sektor, aus dem privaten Sektor. Wir haben 15 davon aktuell und sie haben auch ermöglicht, dass diese heutige Konferenz so stattfinden kann, weil in dem Sinn sehr viele der Partner auch anwesend sind. Sie helfen uns, die Praxisrelevanz auch zu gewährleisten, dass wir, was wir da forschen, nicht allzu abgehoben im Elfenbeinturm machen, sondern dass wir möglichst konkret auch Praxisprobleme angehen. Mit einem Sounding Board, in dem wir uns regelmäßig austauschen, mit kleineren Events, wie wir auch noch sehen werden. Falls Sie Interesse haben am Partnerprogramm, können Sie gerne mich oder auch Annick Lombard hier ansprechen. Ja, nun, das Thema, wie gesagt, die Themen, die wir dabei forschen. Sie haben vielleicht die Broschüre Public Sector Perspectives gesehen. Es sind insgesamt 27 verschiedene Themen, von denen eine sehr große Breite. Heute widmen wir uns, wie gesagt, einem Thema ganz besonders. Das ist eben dieser digitale Service Public. Aber wir werden gleich sehen, das knüpft sehr schnell an, wenn es beispielsweise um KI geht oder um Open Source Software oder auch um Open Government Data, sind das alles auch Themen, die darin vorkommen. Wie kommen wir zu diesem Thema überhaupt, digitaler Service Public? Das wurde uns sozusagen in die Wiege gelegt, im Sinne von, vor 2 Jahren hatten wir ein spannendes Mandat für das Bundesamt für Kommunikation. Und mit diesem Bericht haben wir so uns in diese Thematik eingearbeitet. Schon einige Jahre früher hat sich auch an der EPFL ein Team damit befasst. Und auch sie haben spannende Forschungsergebnisse gerade letzte Woche in einem Bericht veröffentlicht. Also man sieht, das Thema ist aktuell, wie wir auch noch an diesen Beispielen sehen werden, die heute präsentiert werden. Nun das Programm. Es ist wirklich eine große Freude, dass wir heute sehr spannende Speakers haben. Wir haben viele konkrete Beispiele. Das ist eigentlich das Ziel vom heutigen Tag, an diesen vielen laufenden Digitalisierungsvorhaben, die es auf Bundesebene und auch in dem weiteren öffentlichen Sektor gibt, diese sehr anschaulich darzustellen, zu präsentieren. Es sind Themen aus der Schweiz, aber auch aus dem Ausland. Wir haben Beispiele mit Bundesvorhaben, aber auch die Kantone, die Gemeinden, die Bevölkerung, die Wirtschaft ist natürlich involviert. Von dem her werden wir uns da mit diesen 4 Säulen der Digitalisierung, mit Software, Daten,
IT-Infrastruktur und künstliche Intelligenz gut vertiefen können. Im ersten Teil werden wir einen Deep Dive machen ins Thema Open Source Software. Die, die mich kennen, wissen, dass das eine gewisse Leidenschaft von mir ist. Und da freut es mich, sehr spannende Speaker zu haben, die dieses Thema zeigen, warum das auch heute noch nach bald 30 Jahren sehr aktuell ist. Im zweiten Teil werden wir uns der normativen Frage stellen, was wollen wir, was können wir, was soll der Staat, was soll er nicht, was sind die Erwartungshaltungen auch von der Bevölkerung. Am Nachmittag haben wir einen Teil, wo es darum geht, also diese Bausteine anzuschauen, die digitale Identität, die Daten und ganz konkret das Beispiel DigiSante. Und als letzter Teil werden wir uns nochmal mit der Frage der KI, der Cloud-Infrastrukturen und dem spannenden Thema der Mobilitätsdaten widmen. Von dem her freue ich mich selber sehr und ich hoffe Sie auch und kann jetzt sehr gerne an unsere bekannte Transform-Moderatorin Florina Wespe übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank, Matthias. Genau, mein Name ist Florina Wespe. Ich bin aktuell themenverantwortliche Demokratie bei der Stiftung Mercator, aber heute bin ich in meiner Kapazität als ehemalige IPST-BFH-Mitarbeiterin hier und habe die große Freude, wieder diese tolle Konferenz moderieren zu dürfen und Sie heute durch den Tag begleiten zu dürfen. Genau, also wir haben ja schon ein bisschen gehört, worum es heute geht. Ich darf noch ein, bevor wir mit dem inhaltlichen Teil starten, noch ein paar praktische, logistische Informationen mit euch teilen. Das gehört ja auch immer dazu. Vielleicht gerade als erstes, wir haben ein großes Team heute vor Ort, das ihr auch gerne ansprechen dürft, wenn ihr Fragen habt, auf Probleme stoßt. Die sind erkennbar an ihrem roten Schlüsselband. Das sind unsere Helferinnen heute. Sie dürfen selbstverständlich auch über die Konferenz twittern oder über X oder über Mastodon oder Ihren präferierten Service kommunizieren. Wenn Sie das tun, dann freuen wir uns, wenn Sie den Hashtag Transform24 verwenden. Es werden auch Videos und Fotos gemacht. Sie sehen die in der hinteren Reihe. Und dann bleibt mir, das werde ich heute noch ein paar Mal wiederholen, weil wir tatsächlich auch sehr dankbar sind, unseren Event-Sponsoren. Das ist die ABP Unternehmensberatung AG und Löwenfels.